Tom, 2:1 Niederlage im Derby-Sieg gegen Essen. Wie hast du das Spiel heute von hinten gesehen? Ja, also ich denke mal, ich habe gerade schon gesagt, dass wir über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren. Wir haben von vornherein Druck gemacht, wir haben nach vorne gespielt, haben unsere Torchancen leider nicht genutzt. Und gut, jetzt haben wir mit einem richtig starken Spiel 2:1 verloren und können wir uns auch nichts verkaufen. Die letzten zwei Spiele und auch heute haben die Fans wieder für 12 Minuten und 12 Sekunden geschwiegen. Unsere Fans blieben auch draußen heute die Zeit. Wie bewertest du diese Aktion? Ja, also ich denke mal, die Fans, die wollen ihre Kultur behalten und daran setzen die alles und wollen alles dafür tun. Und wir stehen natürlich hinter unseren Fans und das haben wir auch gezeigt mit den T-Shirts und auch, dass wir unter der Woche mal mit ein paar Fans gequatscht haben über die Situation und da stehen wir voll hinter. Oft gestellte Frage sicherlich, wo man von 10.000 Leuten spielt, erst recht am Anfang alle ruhig sind. Macht das innerlich, besonders auch für dich, einen Unterschied? Ich denke mal, im Spiel bist du einfach in deinen 90 Minuten, dann hast du sozusagen einen Tunnelweg, da kriegst du rundherum gar nicht viel mit, was draußen passiert. Also deshalb denke ich, mir das auch egal, ob da, ich habe gerade schon gesagt, ist mir egal, ob da 1.500 stehen oder wie hier 10.000. Wenn du dich voll auf dein Spiel konzentrierst, dann schaltest du es drumherum alles aus. Danke dir.